Hübsch soll alles sein für die Premiere von Weißbier im Blut. Und dann schlägt das Wetter um, als vor der Fotowand ein sommerliches Blitzlichtgewitter losbricht. Man geht auf Tuchfühlung. Das ist schön, aber auch noch seltsam. Wie geht's Ihnen? Irgendwie strange. Auch so. Fremd. Ich fremdle noch mit allen. Ist für mich alles ungewohnt. Ja, Premiere, klar. Es ist wahnsinnig vertraut. Also als wäre irgendwie nichts dazwischen gewesen. Also dieser dunkle Winter. Da sagst du mal, wie schnell der Mensch vergisst. Manche traue ich mir gar nicht mehr ansprechen. Man weiß nicht, gibt man sich die Hand oder was sind jetzt die Regeln. Das ist ein Eigen, ja. Fremdel. Ich stehe hier und denke, warum bin ich jetzt nicht an der Isar? Oder? Und was wollen die alle hier? Ins Kino gehen bei 30 Grad. Normalerweise wird doch jetzt kein Mensch ins Kino gehen. Bei 30 Grad, das ist doch saure Gurkenzeit. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die haben einen völligen Entzug, die gehen auch bei 30 Grad plus, gehen die noch ins Kino. Nein, es fühlt sich gut an oder so. Ich glaube, man rutscht jetzt so allmählich wieder in die Normalität, ich hoffe. Apropos Premiere, was haben die Leinwandstars denn zuletzt zum ersten Mal gemacht? Haben sie die vergangenen Monate genutzt, um zum Beispiel eine neue Sprache oder ein Instrument zu erlernen? Ich habe mir sehr viel vorgenommen mit Sprache und so. Und es ist beim Vorhaben geblieben. Ja, fast. Also ich habe Hochdeutsch gelernt, tatsächlich. Ich habe Sprecherinnen-Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt Synchronsprecherin. Ja, das hat mir ganz gut da. Also weil ich kann ja eigentlich bloß Bayerisch. Und dann habe ich gedacht, naja, man kann sich ja noch ein bisschen fortbilden in Fremdsprachen. Ich habe seit langem mal wieder ein überfettes Buch gelesen. Ich habe jetzt einen Umzug gemacht nach 34 Jahren. In dem Film geht es um einen mürrischen Dorfpolizisten in Niederbayern. Wir haben einen Mordfall. Ich hab mir jetzt gerade einen Schweißbrand bestellt. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Weißbier im Blut auf den Zug der erfolgreichen Eberhofer-Filme aufspringen will. Tatsächlich aber wurde das Drehbuch bereits geschrieben, bevor überhaupt der erste Eberhofer-Roman veröffentlicht wurde. Nachahmer sind wir auf keinen Fall, aber auch nicht Vorläufer. Ich würde das gar nicht vergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Filme. Natürlich ist der erste, wenn man den Trailer anschaut, dass man sagt, oh, gefährlich, könnte in die gleiche Ecke kommen. Aber ich glaube, die Leute, die das so sehen wollen, werden es so sehen. Und die den Unterschied sehen, werden den Unterschied sehen. Ich liebe beide. Wahren Filmfreunden wird es ebenso gehen. Hauptsache wieder Kino. Das Filmtheater am Sendlinger Tor hat als eines der ersten Kinos der Stadt wieder geöffnet. Die meisten anderen ziehen am 1. Juli nach.